Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Hier ist das nächste Messe-Update von der CMT. Sie ist noch nicht gestartet in dem Moment, wo wir das aufnehmen. Aber ihr wisst jetzt ganz genau schon, es läuft auf Hochtouren und wir berichten jetzt einfach mal live davon. Wir werden euch die wichtigsten Sachen einfach mal vorstellen. Und zwar wann? Nach dem Intro. Gleich am Anfang eigentlich eine Messe-Weltpremiere, und zwar Hannes Camper bietet euch am Stand EO26 ein neues Mobil an. Und was ganz besonders ist für alle, die ein Mobil haben wollen, 300 verfügbare Plätze innerhalb von auch 3 Monaten ist euer Fahrzeug da. Also wer ganz schnell ein Mobil braucht, ist bei Hannes Camper genau richtig. Die Messeleute, alle die hier sind, sind mit großer Erwartung, denn viele gehen davon aus, dass dieses Jahr 2023 wieder ein Jahr wird, wie es vor Corona war. Die Zahlen sprechen Bände, so viele neue oder so viele Aussteller, die wir dieses Jahr hier auf der Messe wieder haben, ist alles 1:1, als wenn es Corona gar nicht gegeben hätte. Das ist ein wunderbares Zeichen. Krisenfest geht man in die neue Saison rein. Urlaubsland Nummer 1 wird wohl weiter in Deutschland bleiben. Die großen ausländischen Reisen gäbe es wohl noch nicht. Aber wir wissen alle selber, in Deutschland gibt es auch richtig schöne Reiseziele. Wir empfehlen, ich wollte gerade sagen Kärnten, das wäre ja das alte Deutschland, das wollen wir jetzt nicht nehmen. Aber der Bodensee, der Harz, so viele tolle Plätze und da lohnt sich bestimmt etwas. Und da blenden wir euch jetzt die Halle gerade ein, weil ich sie gerade nicht im Kopf habe, wo die ganzen Reiseziele sind. Ich glaube 4 und 6, aber es wird definitiv eingeblendet. Adventure, Travel, Lifestyle, Authentic Spaces. Das ist die Weltpremiere. Das ist der neue Pilote Atlas. Den könnt ihr hier in Halle 3 bewundern. Dort steht er. Wir werden ein gesondertes Video machen dazu, wo wir euch den komplett vorstellen. Aber das später, Halle 3, die Weltpremiere. Und gleich nebenan gibt es noch einen Atlas. Und zwar den Atlas A696G. Und das seht ihr schon, das ist ein TI. Auch ein richtig stylisches Fahrzeug. Und da werden wir sehen, ob wir den euch auch noch vorstellen können. Auf jeden Fall werdet ihr das auf unserem Kanal demnächst sehen. Wo wir schon in Halle 3 sind, können wir euch natürlich sagen, was ist noch hier? Natürlich, die komplette Pössl Group ist mit hier am Start. Der Dreamer ist hier mit am Start. Und auch Rocket Camper. Das haben wir ja gestern auf einer tollen Pressekonferenz erfahren. Der Rocket Camper ist eher für Leute zum Beispiel, die nicht so auf einem WC beharren oder eine Dusche. Das ist wirklich für die Rocket Camper. Auch mit dabei ist wieder der E-Vanster und Campster. Das zeigt Stefan euch mal kurz das Bild. Rein elektrische Vans haben wir euch auf dem Caravan-Salon schon mal vorgestellt. Video ist verlinkt. Wir sind hier in Halle 5 am Stand 5A52 und hier auch eine absolute Messepremiere, der Globe Traveler Falcon. Wenn ihr dieses Video, also eine Roomtour davon sehen wollt, dann empfehlen wir euch das Video von Avanti on Tour, ist oben verlinkt und da bekommt ihr definitiv alle Informationen, die ihr zu diesem Fahrzeug braucht. Etwas ganz Besonderes, ebenfalls in Halle 5, ist, ihr könnt ein Fahrzeug euch anschauen, was am Ende der Messe zu einem YouTuber übergeht, und zwar an Aki von Fanvan. Hier seht ihr das, ein Robeta Apollo mit Hubbett. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Fahrzeug braucht, dann geht ihr bitte auf Fanvan bei YouTube oder Instagram, Fanvan-Aki. Da bekommt ihr alle Informationen zu diesem Robeta. Wir bleiben einfach in Halle 5, weil hier ist Premium groß geschrieben. Wir sind jetzt hier am Stand von Malibu und Carthago. Die ganze Reihe von Compact Comfort, First Class in Two Rooms und so weiter. Diversity, die wichtigsten vergesse ich, Diversity. Findet ihr alles hier Stück für Stück. Ihr werdet gut beraten und falls ihr ein Fahrzeug kaufen wollt, dann müsst ihr euch dort hineinsetzen in diesem Bereich. Denn da werden die Händler auf euch warten und euch alles erklären, was ihr zu einem Malibu einfach wissen müsst.
Wir sind weitergewandert und zwar von Halle 5 in Halle 6 und dort habt ihr alles rund um die deutsche Reisewelt. Die Pfalz könnt ihr sehen, Allgäu, Bad Vössing, was erkenne ich noch, den Odenwald. Jede schöne Urlaubsregion in Deutschland stellt sich hier vor und wenn ihr da Fragen habt oder irgendwelche Reiseziele euch aussuchen wollt, dann kommt hier in Halle 6, in Halle 4. Da bekommt ihr das Internationale, das gute Deutsche, das bekommt ihr in Halle 6. Work anywhere, stay anywhere. Alpine Cross Cabin bietet euch was richtig modernes Arbeiten und Leben auf einer Kabine. Ihr habt mit dabei einen LTE-Router, eine zentrale Steuerung der Aufbaufunktion, einen digitalen Rückspiegel, eine 360 Top View Kamera. Ein richtig Alpen Adventure Audio, also wer Musik mag, der wird seine Arbeit lieben, wenn er dort redet. Und alles in Halle 8 zu sehen. In Halle 8, da findet ihr das Van and Friends Camp. Leider werdet ihr es verpassen, denn Markus von Van for Van stellt hier sein Fahrzeug vor. Das wird heute passieren, also am Messeeröffnungstag. Aber es werden noch viele, viele gute Beiträge hier erfolgen. Dort auf der Bühne werden sie sprechen. Und ich denke mal, es lohnt sich auf jeden Fall. Coole Sitzmöglichkeiten für alte Leute. Ihr braucht vielleicht jemanden, der euch aufhält, weil die sind so gemütlich, da kommt sie nie wieder raus. Das alles hier in Halle 8. Auf den Weg in Halle 3 zurück berichten wir euch natürlich, was ist in Halle 10. Da ist die ganze Welt von Knaus Tappert. Da blenden wir euch gerade die Bilder ein. Also da bekommt ihr wieder alles Wichtige von dieser Marke. Wir fahren ja gerade den Pepper. Wir können euch empfehlen, das sind schon coole Fahrzeuge. Und die neuen Aufbauten auf der Excursion-Version definitiv ein Highlight und solltet ihr euch unbedingt anschauen. So viel zum Messe-Update in diesem Video. Ein Messe-Update wird es auf jeden Fall noch geben. Wahrscheinlich nächste Woche, wenn dann so die Messe zum Ende ist. Da werden wir nochmal ein Fazit ziehen. Auf jeden Fall, es gibt viele Neuheiten. Wie gesagt, bis zu 120 Premieren. Und ja, wenn ihr Malibu interessiert seid, empfehlen wir euch auf jeden Fall den Kanal von Iris und Uwes Womo-Welt, weil da bekommt ihr viele Informationen über den Malibu. Ja, wenn ihr Adria-Fans seid, klar, wen kann man da empfehlen? Frank und Barbara. Von Up and Down Vanlife. Ja, und natürlich Hümer aktuell Avanti on Tour. Also ich glaube, wir haben alle aufgezählt, die erwähnt. Robeta, Aki. Alles erklärt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr kommt zur Messe. Wir haben noch ein paar Tage auf jeden Fall, wo die Messe geöffnet ist. Und dann heißt es, bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.